Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportgaschemme. Ja, soeben ist das Spiel zu Ende gegangen. Der erste FC Köln schlägt den FC Augsburg mit 3 zu 2. Erkenntnis, der FC kann immer noch gewinnen, auch wenn die drei Niederlagen zuvor eben halt etwas bitter waren. Aber davon hat man nur ein Bundesligaspiel verloren und zweimal international. Es wird mir da so und so viel zu viel Schwarz-Weiß-Malerei betrieben. Heute kam es natürlich darauf an, gegen den FC Augsburg haben wir uns hier immer ein bisschen schwer getan. Und dass Baumgart dann zu einer anderen Aufstellung gegriffen hat, heute war auch logisch. Wir haben dann begonnen mit Schwebe im Tor, Schmitz, Kilian Hübers und Hector, Skiri und Martel, Husin Basic, Duda und vorne Meiner und Tigges. Ja, das war das zu erwartende schwere Spiel heute gegen Augsburg, wo wir uns ja immer schwer getan haben zu Hause gegen die Augsburger. Ist keine leicht zu bespielende Mannschaft. Ja, nach 14 Minuten ging die Augsburger mit 1 zu 0 in Führung durch Niederlechner. Es kam weiter Ball. Ich bin der Meinung, Kilian stand etwas schlecht oder verkehrt. Niederlechner hat den Ball natürlich hervorragend runtergeholt und dann mit links abgeschlossen. Normalerweise keine Chance für Schwebe. Und somit stand es 1 zu 0 für Augsburg. Der FC war bemüht, keine Frage. Hat sich auch die eine oder andere Chance, beispielsweise durch Meiner, rausgespielt. Aber ein Tor sollte uns nicht gelingen. Der Mannschaft konnte man in der ersten Halbzeit den Willen nicht absprechen. Aber es fehlte doch irgendwo die zündende Idee. Und natürlich kam die Führung den Augsburgern entgegen. Die haben sich dann irgendwo am 16er oder 20 Meter vor der Kiste mit, ja, gefühlten 15 Mann barrikadiert. Und da war ein schlechtes Durchkommen. In der zweiten Halbzeit, ja, haben wir gleich Druck ausgeübt und wir konnten dann auch das 1 zu 1 erzielen durch Tigges. Eine super Flanke von Meiner, genau getimt für Tigges, der den Ball dann auch sehr, sehr gut genommen hat. Der war nicht einfach zu nehmen, Leute. Und somit stand es 1 zu 1 und der FC hat weiterhin Druck ausgeübt auf die Augsburger. Die Augsburger hatten dann vielleicht nochmal 1, 2 Konterchancen, aber die nicht der Rede wert waren. Wir sind dann in der 61. Minute mit 2 zu 1 in Führung gegangen durch Husin Basic, der heute das erste Mal im Müngersdorfer Stadion von Anfang an auflaufen durfte. Und ich muss ihm mal ein extra Lob zollen, jetzt nicht wegen dem Tor, sondern hat er wirklich, ja, 70, 80 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Und das sieht man mal, auch wenn man aus der Regionalliga kommt und man hat den richtigen Trainer, kann man auch erste Bundesliga spielen. Also à la Bonheur, muss ich sagen, Husin Basic, ein 2 zu 1 gemacht. Ja, und wir haben weiterhin Druck gemacht. Dann sind wir natürlich wieder durch einen dummen Abwehrfehler, mehr oder weniger. Ja, eine Flanke von den Augsburgern, Niederlechner legt den Ball hervorragend ab auf Caliguri und der konnte dann abschließen mit links unten rechts. Keine Chance für Schwebe, 2 zu 2. Aber der FC hat wie so oft in letzter Zeit Charakter bewiesen. Und das ist das, also da ziehe ich meinen Hut. Und wieder musst du einen Nackenschlag wegstecken. Und wieder hat die Mannschaft das hundertprozentig kompensiert. Und Tigges, der dann in der 81. Minute, ja, nach toller Vorarbeit von Marc Uth, der dann in der 72 Minuten ins Spiel kam. Tolle Vorarbeit von ihm. Der Augsburger will klären, spielt den Tigges aber mit der Pike zu Tigges und Tigges konnte dann abschließen zum 3 zu 2. Wir hatten dann noch eine gefährliche Situation zu überstehen durch einen Fernschuss von Rex Bescheid, den ehemaligen Kölner, der über die Latte ging. Und da muss ich sagen, angeblich war Schwebe noch dran, so hat es der Schiri gesehen. Ich glaube, so, wenn ich es mitgekriegt habe, hat dann Rex Bescheid gesagt, nee, der war nicht mehr dran und somit gab es auch keine Ecke. Ja, also wir haben jetzt 16 Punkte. Ruhige Gefilde, sage ich mal, 8 Punkte Vorsprung, bevor man da unten irgendwo in die gefährlichen Fahrwasser kommt, muss, ja, haben wir ein ordentliches Polster dazwischen gelegt. Nächste Woche ist Pokal, wo wir hier raus sind. Wer weiß, für was es gut ist, dass wir aus dem Pokal raus sind. Und somit können wir uns die Woche mal etwas erholen und können dann auf das Spiel hinarbeiten, was dann gegen Mainz ist, in Mainz, glaube Freitag 19:30 Uhr. Weiß ich jetzt nicht genau, ob die Uhrzeit jetzt richtig ist, aber ist auch egal. Eher 20:30 Uhr, Schnuppe, Freitag in Mainz, wo dann auch irgendwo noch was zu holen ist. Die Mainzer sind ja auch gut drauf, haben jetzt in Bremen gewonnen. Wichtig war heute der Sieg für den FC, sonst wird doch immer wieder, dann kommen die Gazetten und die
ganzen Vorwürfe und dann hört man schon manchmal Baumgart raus oder sowas, was für mich absoluter Schwachsinn ist. Einen besseren Trainer konnte man zu dem jetzigen Zeitpunkt einfach nicht generieren. Baumgart passt wie der Deckel auf den Topf beim FC. Das Publikum war hervorragend, ist klar, wenn du 3-2 gewinnst, aber auch nach dem Rückstand und nach dem Ausgleich der Augsburger hat man keine Pfiffe vernommen, also ich habe nichts gehört, sondern das Publikum stand geschlossen hinter der Mannschaft und die Mannschaft hat es auch ja, in Form eines Sieges hundertprozentig zurückgezahlt. In der 72. Minute nochmal kam Ut für Duda, in der 78. Minute Ademi für Meiner und Schindler für Hussein Basic. Und in der 89. Dietz für Tickes, der sich dann den Applaus der knapp 50.000 Zuschauer abholen konnte. Freut mich wahnsinnig für Tickes und Hussein Basic. Ja, Tickes der erste Doppelpack für den FC und Hussein Basic konnte auch ein Tor machen. Freut einen, hat schnell reagiert bei dem Tor, was er machte. Ja, und somit haben wir verdient, meiner Ansicht nach, 3-2 gewonnen. Der Sieg geht meines Erachtens voll in Ordnung, weil wir das... Ja, man hat das der Mannschaft angemerkt, du wolltest unbedingt die 3 Punkte holen und wir haben sie auch geholt. Wenn wir jetzt noch am Aufbauspiel und hinten konzentriert an der Abwehr stehen, ist mir um die Zukunft überhaupt nicht bange. Mit den 16 Punkten können wir sehr, sehr, sehr gut leben, zumal nach 7 Spielen in der Vorrunde zu absolvieren sind. Ich sage immer, nach der Vorrunde brauchst du 20, 22 Punkte, dann kann es nicht gar so gefährlich werden. Jetzt haben wir 16, also und hast noch 7 Spiele. Das ist schon mal sehr, sehr erfreulich. Wie gesagt, Kompliment an die ganze Truppe samt Trainerstab und auch an die Zuschauer, die im Stadion die Mannschaft hundertprozentig unterstützt haben. War super. Ja, Schwebe hat 1-2 gute Bälle gehalten, die auf die Kiste kamen. Gewohnt stark, eigentlich der formstärkste in den letzten Wochen. Die Abwehr stand nicht immer sicher. Hector hat ein relativ gutes Spiel gemacht, hat auch mehr oder weniger mit einem langen Pass den Ausgleich eingeleitet. Duda war für meine Begriffe bis auf 1-2 Fehlpässe, unnütze Pässe, doch ein Aktivposten, muss ich sagen. Und ja, besonders gut gefallen hat mir natürlich Tickes ja, mit seinen 2 Toren. Dafür ist ein Mittelstürmer da, dass er trifft. Auch meiner waren Aktivposten. Und was wir an Marc Uth natürlich ja, lieben, das war das Tor, was er mehr oder weniger vorbereitet hat, er weiß dann ganz genau, was er macht. Schön angetäuscht, dann mal links vorbei, auch wenn es dann irgendwo ein Zufallsprodukt war, wo der Augsburger Abwehrspieler den Ball zu dick spielt. Und wird kommen jetzt, er braucht natürlich Spielpraxis. Nach so einer langen Verletzung brauchst du hier nochmal ein paar Wochen, bevor du wieder voll einsatzfähig bist. Die Truppe ist heute wieder 117,4 Kilometer gelaufen. Ja, mehr ist dem eigentlich nicht hinzuzufügen. Es war vielleicht etwas wildes Fußballspiel. Es war sehr, sehr spannend, vor allen Dingen aus Kölner Sicht, wenn du die Daumen für den FC drückst. Und somit habe ich einen schönen Sonntag. Jetzt kommen ja noch 2 Spiele. Der Reiser dann heute Abend Bayern München gegen Freiburg. Ich bin glücklich über die 3 Punkte beim FC. Ihr könnt gerne mal kommentieren, wie ihr das Spiel gesehen habt. Derjenige, der es gesehen hat. Also ich bin voll zufrieden. Und man hat gesehen, auch wenn du 2, 3 Spiele ineinander verloren hast, die Truppe hat Charakter und das ist das, was für mich am allerwichtigsten ist. Und ja, somit ist dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, 117 Kilometer wieder gelaufen, mehr als die Augsburger, die sind glaube ich 114 gelaufen. Und daran siehst du dann auch schon eigentlich, wer den Sieg mehr wollte. Und was mich dann noch optimistisch stimmt, jetzt haben wir endlich Augsburg geschlagen, dann dürfte ja in 2 Wochen auch mal Hoffenheim reif sein bei Köln zu Gast. Die werden wir dann auch noch wegmachen. So, Freunde, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Hat mir ja ein gutes Nächtle nach dem Sieg. Kann man beruhigt einschlafen. Und dann wünsche ich euch einen arbeitsreichen Tag, wer morgen arbeiten muss. Und noch einen schönen restlichen Sonntag. Tschüss, euer Olli. Ciao.